Und ich bin der Heinz, wir sind die Blues vor dem Bodenabend. Bevor wir jetzt noch die Oma rumspülen, ein paar kleine Worte vorab. Wir haben gesagt, ich mache heute die Begrüßungsrede. Normal macht das jeder Kurti heute mitkommen bei mir. Mögen Sie werfen, seid froh, wenn der Kurti zum Reden anfängt, die hört nicht mehr auf. Geht ewig und immer. Bei mir geht das alles ein bisschen schneller. Aber ich tue trotzdem noch mal die Gitarre weniger, die Stärke beim Reden. Nein, es ist so. Der Kurti und ich, wir sind eine Schulband. Man sieht uns nicht an, aber es ist so. Der Kurti und ich, wir gingen noch immer in die Hüftschule in die dritte Klasse. Und wir sind eigentlich verantwortlich für dieses ganze Desaster, wo es immer heißt, dass die österreichischen Schüler so schlecht sind und im Durchschnitt so weit unten in der Europa und Amerika. Und der Kurti war ja eh gescheiter, ne? Der pokert sich, aber ich boxe. Drei und zwei. Ja, ich boxe nicht. Ne? Und der Kurti ist immer so lieb und tut dann nachlos, man merkt, ich komme nicht durch. Ne? Und, ja, so ist es. Ne? Und ja, der Grund, warum wir heute da sind, fragen sich wahrscheinlich auch die meisten. Ne? Weil die meisten sagen, ja, Blue is Brothers, ne? Eine Riesenpartie mit allem, was du so brauchst, Bläser. Gitarre, Schlagzeug, was von den Stingen da zwei Deppen wohnen. Im Sonntagsgewandel, obwohl ich heute noch ein Sonntag bin. Und, ja. Nein, die Geschichte. Ja, die Geschichte ist ja so. Ne? Eigentlich, nicht alles, was die Amerikaner dann da nachher spielen, das sind eigentlich unsere Lieder, also von mir und von Kurti. Ne? Wir haben das geschrieben. Macht und so, ne? Und zwar so, dass man es versteht, ne? Nicht mit den Englischen haben wir dumm gesangelt, wo keiner weiß, was soll das heißen, ne? Was ist das? Nein, das war auch so, ne? Wir sind gesessen beim Fernsehen und der Kurti hat gesagt, hörst du, ich glaube, ein Radio hier, da was ich immer bekannt vor, ne? Da habe ich gesagt, ja, kommt mir auch bekannt vor. Ja, es kommt mir bekannt vor, ne? Und sind wir drauf gekommen, ja, ist ein Lied von uns, ne? Aber den Text haben wir nicht verstanden, weil die haben irgendwas gesungen, ne? So blau, ja, aber weiß keiner, nicht wilder war es auch, als wir es mir immer spielen. Und haben wir gesagt, ja, dann schauen wir, wer das ist. Ne? Ja. Haben wir dann eine E-Mail geschrieben, ne? Nach Amerika haben wir gefragt, ne? Wieso spielt es unsere Lieder und warum und wie kommt es dazu? Die gehören uns. Ne? Und die sind auch ganz falsch gespielt und vom Text wissen wir auch nicht, ob das stimmt und so. Naja, haben die zurückgeschrieben, ne? Ja, es tut einer leid. Aber sie haben jetzt so viel Erfolg damit und darum spielen sie es weiter. Nicht? Und da habe ich einer zurückgeschrieben, nicht? Das ist geordnet. Ein Klagjuch habe ich geschrieben. Nicht? Und ja, ja, das ist, der George Clooney kann auch nicht mehr Englisch. Nicht? Das sagt auch immer nur einen Satz, einen kurzen. Hotels. Haben sie zurückgeschrieben, please don't klagas. Ihr kennt vor unsere Konzerte, könnt ihr ein bisschen spielen und dann habt ihr auch ein bisschen einen Erfolg und die Leute kaufen dann auch was von euch vielleicht. Ja, ne? So weit, so gut. Ne? Naja, dann haben sie geschrieben, ja, jetzt gehen wir auf Tournee. Kurti und ich mir sofort Koffer packt, ne? Später den nächsten Flieger geschaut, wann er geht, um nach Amerika. Ne? Weil im Brief gestanden, ne? Die treten einmal auf in Beisenberg. Ne? Ja, haben wir dann auch geschaut, ne? Beisenberg, ne? Wo ist das? Haben wir am Atlas geschaut, am Globus geschaut, nichts gefunden. Ne? Okay, nur so eine riesengroße Stadt, sie hat der Kurti gesagt, weil die ist auf den riesen Globus gar nicht drauf. Ne? Ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein, das muss irgendwo sein. Ne? Waren wir oben am Dachboden, haben wir einen kleinen alten Globus vom Weinviertel gefunden. Ne? Der ist ungefähr so groß wie ein Tennisball. Man kann ihn ein bisschen aufblasen, auch, dass man besser lesen kann. Und aus der Kleine ist schon ein meine bloß haben gesagt, erst Isenberg, das ist in der Nähe von Wien, der Neuburg ist gar nicht so weit. Ne? Haben wir sie zusammengepackt, sind wir hergefahren, haben wir es kennengelernt, sind eh in echte Leute eigentlich. Ne? Wir verstehen uns halt nicht. Ne? Sie lachen immer nicht und darum ja, haben wir keine Angst. Ne? Naja, und darum ist es, dass wir da heute spielen, weil sie haben gesagt, ja, spielt vorher, macht es bei den Leuten gute Stimmung. Ne? Ja, ne? Wir schauen halt einmal. Ne? Na gut, und darum
fangen wir jetzt an zum Spielen. Wolltest du auch noch was sagen? Ja, also ich möchte meiner Mama danken, ich möchte meinem Papa danken, ich möchte meinem Opa danken, ich möchte der Schiri danken und. Nein, ja, sie ist erst nächste Woche. Ach so. Und eine große Chance haben wir nämlich auch, weil wir stehen aber gleich ins Semifinale. Die haben gleich gesagt, nein, ich brauche es vorher nicht. Ich nehme mal so, ne? Es hat so schön Natur. Ja. Da sieht man gesagt, es ist der typische Ausdruck. Der typische Ausdruck. Na gut. Ich bin blau, ich bin blau.
vorn, schau nach vorne. Du im Cabrio mit sie. Du solltest doch beim Zuhören, bis vorn, schau nach vorne. Du solltest ab und zu den Fuß ein bisschen vom Gas nehmen. Jo, das was du willst, ist unbedingt vor. Viel Spaß. Vielen Dank.